Akanthassteine werden in der Zahnheilkunde vor allem zum Glätten von Füllungen verwendet. Wenn der Zahnarzt den Zahn beschleift, dann geschieht dies meistens mit einem Diamantbohrer, wie hier im Bild zu sehen. Die raue Oberfläche des Diamanten garantiert eine geringe Erwärmung des Zahnes beim Beschleifvorgang. Gleichzeitig wird effizient Zahnhartsubstanz entfernt. Jedoch hinterlässt der Diamant eine raue Oberfläche, auf der sich leichter Plaquebakterien niederlassen können, als auf glatten Oberflächen. Zudem dichten raue Kanten nicht so gut ab wie glatte Kanten. In der Animation sehen Sie, wie der Zahn mit einem Diamanten beschliffen wird. Deutlich erkennt man die Rillen im Zahnschmelz. Wenn nun zum Beispiel ein Gold-Inlay zementiert werden würde, dann dichtet es am Rand nicht so gut ab. Anders, wenn man am Ende des Beschliffes den Zahnschmelz am Rand zum Beispiel mit einem Arkansasstein glättet. Die glatten Kanten dichten deutlich besser mit dem Gold-Inlay ab. Im Film sehen Sie einen Zahnwurzelbeschliff für Kugelanker. Am Ende des Beschliffes werden die Kanten mit dem Arkansas-Polierer, hier eine Kugel, geglättet. Das Polieren oder Brechen der Kanten ergibt dichteren Zahnersatz und ein kleineres Kariesrisiko.